Das Spiel ist noch keine 60 Sekunden alt, da liegt Aue in Lila schon zurück. Vonić wurstelt sich durch und Young trifft zur frühen Essener Führung. Die Anfangsviertelstunde gehört den Gästen. Aue kämpft sich rein in diese Partie. Kopfball Bär, Gästekeeper Golz bleibt gelassen. Der FC Erzgebirge mit vielen Chancen zum Ausgleich, doch im Abschluss fehlt das Glück. Die beste Chance vor der Pause hat Stefaniak. Die Partie nach dem Wechsel nicht mehr so chancenreich, dafür Aue aber effektiv. Den Ausgleich nach Pass von Zjaric erzielt Bär in Minute 61, 9. Saisontor für den Stürmer. Und einmal im Floh sind die Veilchen nicht aufzuhalten. Der Siegtreffer durch Pepic in der letzten Minute wurde frenetisch bejubelt vor 6.500 Zuschauern, die einen gelungenen Auftakt der DOTCHF 11 ins Jahr 2024 sehen.